Erleuchteter Schläfer, fangen wir mit dem an. Einen verzauberten Gegenstand erschaffen. Ich würde gerne mit dem hier anfangen. Attribut festigen. Stärke auf sich selbst. Dauer auf der Wirkung ist gut. Okay. 19 sind es, glaube ich. Ja. Okay. Wurde zerstört. Schaden. Laden. Wenn wir Pech haben, sind jetzt alle Gegenstände wieder in dem Sack drin. Sieht gut aus. Vielleicht haben wir auch Glück gehabt und es liegt nur daran, dass es hier nicht neu geladen wurde. Weil wir, also das noch im Cache war. Na gut. Versuchen wir es nochmal. Das wird schon noch funktionieren. Fehlgeschlagen, Mist. Laden. Ich weiß gar nicht, wie hoch die Chance ist, dass wir das gewonnen haben. Ich wusste das, glaube ich, mal auswendig und konnte das berechnen. Also da, die Chance, damit es klappt. Hat leider wieder nicht geklappt. Aber wir haben es ja mal geschafft. Also, und jetzt sind wir eigentlich besser. Das heißt, es müsste eigentlich, die Chance müsste höher sein, dass es funktioniert. Wir müssen nur etwas Geduld haben. Leider wieder nicht. Aber das wird schon. Das wird schon. Abbrechen. Jetzt hätte ich fast einen Gegenstand aufgeladen. Leider wieder nicht. So, nächster Versuch. Wir kriegen das noch. Wir werden diesen Handschuh verzaubern. Das kriegen wir hin. Wir haben das ja auch verzaubert. Das muss also nicht allzu lange gedauert haben. Oder haben wir das beim Ding verzaubert? Das könnte ich mir vorstellen, dass ich da irgendwo hingegangen bin zu verzaubern. Habe ich das gemacht? Ich glaube, das habe ich sogar tatsächlich gemacht. Ich mache es einfach nochmal. Vorher hier im berühmten Artefakt haben wir jetzt. Ich kann jetzt leider die Chance nicht ausrechnen. Das ist das Blöde. Oder? Und ich könnte auf dem Handy mal kurz nachsehen, wie die Chance dafür wäre. So, mal nachsehen. So, es lädt.
So, wie heißt denn das nochmal? Verzaubern war... Mir fällt das englische Wort gerade nicht mehr ein. Mist. Ich weiß leider gerade nicht mehr. Egal. Ich glaube, mein Handy hat sich gerade aufgehängt. Das ist echt blöd. Okay. Na komm schon, mach mal ein bisschen. Das ist echt blöd, wenn man sein uraltes Handy hat. Das ist einfach. Das Handy ist halt einfach zu alt für sowas. Sau blöd. Andererseits, manchmal funktioniert es und manchmal gar nicht. Also manchmal ist es das beste Handy und manchmal ist es nicht das beste Handy. Und ich habe das Gefühl, dass irgendwelche Apps dauernd im Hintergrund laufen, vor allem irgendwelche Google-Apps, die mein Handy unglaublich langsam machen. So, mittlerweile weiß ich auch wieder, was Verzaubern heißt. Enchanting. So. Also die Seite wird geladen. Während sie lädt, könnte ich es eigentlich nochmal versuchen. Ach, halt mal. Da war die Formel gerade. Da ist die Formel. Konstanter Effekt ist Verzauberung plus ein Viertel Intelligenz plus 0,125 mal Glück minus 5 mal Verzauberungspunkte. Okay, also wir haben... Ich mal kurz meinen Taschenrechner. Also, wir haben Glück 100 Punkte durch 8. So, das ist dann mal 2, dann ist es nämlich ein Viertel. Und dann nehmen wir, nein, durch 2. Ich sollte das nicht machen. Plus Intelligenz 127 durch 4. Plus 74. Und da haben wir jetzt 118,25. Und jetzt minus. Wie viel wollen wir denn verzaubern? 50. Minus 5 mal 50. Die Chance ist minus 131%. Wir können das gar nicht schaffen. Wir müssen das anders machen. Und... Wenn ich jetzt die Axt verzaubern möchte, das wären nur 15. Das wären 3 Punkte nur. Ja, besser als gar nichts. 3 Punkte Stärke. Okay, das wären
Eine Chance von 43%. Okay. Das kriegen wir hin. 43%. Das heißt, spätestens beim dritten Versuch sollte es eigentlich klappen. So, ja. Hat nicht geklappt. Und den Handschuh müssen wir tatsächlich per Hand verzaubern. So, zack. Erschaffen. Axt. Dauerhafte Wirkung. Attribut festigen. Stärke. 3 Punkte. Einen magischen Gegenstand erschaffen. Hurra! Da haben wir ihn. So, 3 Punkte, das sind halt 15. Das heißt, effektiv wiegt er jetzt 15 Kilo weniger. Das wären 57 Kilo nur noch. Immer noch 17 Kilo mehr als unser Seelendonner. Naja, legen wir... Nein, halt, den brauchen wir noch. Ich will ja zum Ding gehen. Grüße an meinen Freund. Bevor wir das machen... Berühmte Artefakte. Ich muss leider gestehen, dass ich... Hier, die hier, habe ich vergessen nachzusehen. Habe ich vergessen. Tut mir leid. Und was heißt, ich wollte nachsehen und wusste den Namen nicht mehr und ich habe die Folge gerade nicht gefunden. Ich habe sie nämlich noch nicht hochgeladen, die Folge. Und ich schaue das immer beim Hochladen eigentlich nach. Naja. Als nächstes kommt heute das Umbra-Schwert. Das Umbra-Schwert wurde von der alten Hexe Naendra Vaer besprochen und diente nur einem einzigen Zweck. Die Gefangenen... Nein, Mann, das haben wir doch schon... Das Umbra-Schwert haben wir schon abgegeben. Das liegt hier auch nicht mehr. Und wandeln. Der Ring des Dens Tagmeer. Das Einzige, was man von diesem Ring weiß, ist, dass er dem Träger eventuell Schutz vor bestimmten Elementen verleiht. Sogar der Name, Dens Tagmeer, bleibt bis heute ein Rätsel. Schutz vor Elementen, Ring des Dens Tagmeer. Okay. Leute, hier haben wir sogar noch den Seelenring auch. Naja. Okay, er könnte vielleicht noch hier drin sein. Dann hier haben wir, glaube ich, irgendwelche Ringe. Hier haben wir auch Ringe. Dann haben wir... Das ist neu. Ist das neu? Okay, Okay, habe ich ihn vielleicht hier drin? Dens Tagmas Ring, tatsächlich. Feuer, Frost und Blitzresistenz 30% auf sich selbst, dauerhafte Wirkung. So. Der Helm des Ura im Bärentatze. Einer von Wadenwalds legendären Helden ist Ura im Bärentatze, Sohn von König Faume Krötenauge. War er ein anerkannter Jäger des Clans und der zukünftigen Clanführer. Die Legenden der Waldelfen besagen, dass Ura nur mit einer Hand die Hexenschlange
ersten Schlage des Elfenwaldes Glenwyfaunwar besiegt und somit den Frieden seines Clans für immer sichergestellt hat. Uruan verbrachte noch eine Reihe anderer Heldentaten und starb später an der Khnathartan-Grippe. Sein Helm sollte zukünftigen Generationen als Monument seiner Gestalt dienen. Er ging dann irgendwann verloren, als der Clan sich teilte, und wird nun von verschiedenen Abenteurern als Artefakt geschätzt. Man behauptet, dass der Helm von Uruan Berentatze die Beweglichkeit und Ausdauer seines Trägers verbessert. Haben wir den nicht hier? Helm von Uruan Berentatze, genau! Ha! Geil! Wieder etwas weniger. So, und jetzt der letzte Gegenstand. Der Dädrische Halbmond. Dieser Dädrische Halbmond ist vielleicht einer der seltensten Gegenstände unter den vielen Schätzen, deren Besitz streng verboten ist. Das Schwert wurde während der Eroberung des Schlachtenturms von den dädrischen Streitkräften Merunes Dagon verwendet. Da fehlt das N bei Merun. Yes. Nachdem Schlachtenturm von den kaiserlichen Streitkräften zurückerobert wurde, wurden diese sehr seltenen Klingen eingezogen und vernichtet. So wie es aussieht allerdings alle, bis auf eine. Obwohl das Kaiserreich glaubt, alle vernichtet zu haben, geht das Gerücht um, dass irgendwo in Tamriel noch ein solches Schwert existiert. Nur hat es noch nie jemand gesehen. Mit diesem Schwert kann sein Träger dem Feind großen Schaden zufügen, ihn lähmen und dessen Rüstung fast unbrauchbar machen. Eine schöne Waffe für jeden mächtigen Krieger, falls sie wirklich existiert. So, die Frage ist, wo haben wir das? Simsiel, Dädrischer Halbmond. Die Sachen hier sind ja alle nicht verzaubert. Bett der dädrischen Zuflucht. Oh, ist es der hier? Nein, das ist Königseid. Hat so rötlich ausgesehen. Haben wir die Waffe noch nicht? An meinem Freund. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Dädrischer Halbmond. Haben wir offenbar wirklich noch nicht. Denn hier oben liegen doch keine Schwerter, oder? Stahlklinge des Himmels. Da hinten liegt tatsächlich ein Schwert. Tempriket der Seelenfessler. Nein, offenbar haben wir es noch nicht. Na gut, dann würde ich da bis zum nächsten Mal hoffentlich beide Artefakte nachsehen, die uns noch abgehen.